Mike und Steve sind zwei beinharte Verkäufer, zwei Manager-Typen, die sich im Endeffekt im Film ähnlich verhalten wie Verkäufer in diesen berühmten amerikanischen Verkaufsshows. Den ersten spielt bekanntlicherweise Markus Gonzo-Wenger und für den zweiten freue ich mich sehr, dass mir Ike Breit zugesagt hat für die Rolle. Mike, du hast das ganze Drehbuch sogar gelesen, warst sehr fleißig, nicht den Teil, der dich betrifft. Was bewegt dir dazu, bei dem Projekt mit dabei zu sein? In erster Linie, dass du mir versichert hast, dass das keine Low-Budget-Produktion ist. Es ist sogar eine No-Budget-Produktion. Eben, und genau, vielleicht kann ich erörtern den Unterschied. Eine Low-Budget-Produktion heißt so viel, wie da macht jemand einen Film, der wenig Geld hat, ja, wo man nicht genau weiß, mit wenig Geld kann man da überhaupt einen gescheiten Film machen. Der Schauspieler ist dann einer, der um eine ganz geringe Gage mitspielt, der muss quasi, der ist schon so am Sand, dass er solche schlecht bezahlten Rollen annehmen muss. Also da steht immer der Begriff Loser irgendwie darüber. Ne? Während bei einer No-Budget-Produktion überlegt man sich, was motiviert Menschen ohne Geld einen Film zu machen. Dort gibt es ja nur eins. Motivation, also beste Motivation durch Leidenschaft, Begeisterung. Der Schauspieler arbeitet ehrenamtlich. Da steckt das Wort Ehre drinnen. Also nur positiv. Na? Da schaust. Ja, da kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Gut. Komm her. Du bist auf meinem Platz. Ja, komm her. Wer hast du überhaupt?